Mit einem Oberösterreich-Derby wird der Grunddurchgang der Judoherren-Bundesliga beendet. In der Sporthalle der neuen Mittelschule Niederwaldkirchen stehen sich die beiden Mühlviertler Teams UJZ Mühlviertel und die Judo-Union Dynamic One gegenüber. Ein besonderes Duell wird im Norden Oberösterreichs doch ganz speziell auch auf die Nachwuchsarbeit geachtet. Also den Judosport im Mühlviertel gibt es ja schon seit 1968. In unserer Nachbargemeinde in Niederwaldkirchen haben wir 1973 mit Judo begonnen. Damals schon in der Schule, von Beginn an, war Judo entweder Freigegenstand oder, nachdem Niederwaldkirchen dann eine Sporthauptschule geworden ist, auch im Regelunterricht. Also Judo als Unterrichtsgegenstand ist eine einmalige Sache in Oberösterreich und auch in Österreich. Ja, die Kooperation mit dem Union Judo Zentrum Mühlviertel ist uns in der Sportmittelschule sehr, sehr wichtig. Die Sportmittelschule Niederwaldkirchen ist eine der erfolgreichsten Schulen in Oberösterreich und hat eine ganz besondere Kooperation mit dem Judoverband. Wir haben im Regelunterricht als einzige Schule in Österreich die Möglichkeit, auch Judo anzubieten, neben den Schwerpunkten Geräteturnen und Ballspiele und Tanz für die Damen. Aber es ist uns sehr, sehr wichtig, dass diese Kooperation mit dem Verein etwaige zukünftige, vielleicht Olympiamedaillengewinner herausbringt. Und das versuchen wir im Unterricht zu ermöglichen und dann in der Kooperation mit dem Verein im vermehrten Training zu erreichen. Ganz besonders im Fokus steht bei diesem aus sportlicher Sicht eher bedeutungslosen Duell. Das UJZ Mühlviertel ist ja bereits für das Final Four qualifiziert. Dynamic One hat den Abstiegskampf schon längere Zeit hinter sich gelassen. Georg Reiter. Der Kapitän des UJZ Mühlviertel bestreitet nämlich nach 167 Bundesliga-Einsätzen seinen letzten Kampf vor Heimpublikum, da er nach dieser Saison den Judogi an den Nagel hängen wird. Ich bin fast mit einer Judo-Rolle auf die Welt gekommen. Es war mein ganzes Leben lang immer Teil von meinem Leben, von der Umwelt. Es hat sich sehr viel danach gerichtet, nach dem Judo. Wie schon erwähnt, ist dieses Oberösterreich-Derby natürlich für beide Mannschaften ein ganz besonderes Duell zum Abschluss des Bundesliga-Grunddurchgangs. Für die Mühlviertler geht es vor allem um eines, sich eine gute Position für das anstehende Final Four herauszuarbeiten. Für Dynamic One hingegen geht es um die Ehre. Immerhin möchte man dem großen Bruder aus dem oberösterreichischen Mühlviertel natürlich einmal ein Bein stellen. Ja, als Oberösterreich-Derby, wir wollen natürlich trotzdem gewinnen. Darum haben wir auch einen Legionär geholt. Und ich glaube, wir gehen voll auf Sieg heute trotzdem. Es wird schwierig, sie haben auch einen Legionär da. Mit dem Doppel haben wir verloren, einen eigenen starken Kämpfer. Und schauen wir mal, was rauskommt. Ja. UJZ ist halt einfach ein Vorbild für uns auch und da wollen wir eigentlich alles geben. Wir haben sie für dieses Jahr nochmal richtig vorbereitet, nochmal richtig sauber trainiert. Jetzt schauen wir mal, was heute am Ende vom Abend rausschaut. Den ersten Kampf des Tages absolvieren dann in der Klasse bis 60 Kilogramm Lukas Lindorfer und Philipp Lindinger, wobei Dynamic One-Kämpfer Lindinger gleich ordentlich loslegt. Er geht hier mit einer Vasari-Wertung in Führung. Schön gemacht von Philipp Lindinger. Aber sein Kontrahent Lukas Lindorfer lässt sich davon nicht beeindrucken. Er fightet zurück, kann ebenfalls eine Vasari-Wertung erzielen, die dann aber revidiert wird und zu einem Ippon hochgestuft wird. Und damit gehen die Mühlviertler mit 1:0 in Führung. In der Klasse bis 66 Kilogramm trifft dann Samuel Gassner auf Florian Doppelhammer. Und der Kämpfer von Dynamic One, Florian Doppelhammer, legt hier gleich mit einer Vasari-Wertung los. Lässt hier Samuel Gassner nicht den Funken einer Chance. Versucht jetzt hier im Bodenkampf vielleicht sogar schon die Entscheidung herbeizuführen. Gelingt ihm aber nicht. Aber nur wenig später dann eine weitere Vasari-Wertung für Florian Doppelhammer, der diesen Kampf in der Klasse bis 66 Kilogramm für sich entscheiden kann und damit auf 1:1 stellen kann.
Somit liegt es also in der Klasse bis 73 Kilogramm am Kapitän Georg Reiter mit seinem 104. Bundesligasieg, seine Mühlviertler wieder in Führung zu bringen. Das sieht aber nicht gut aus, denn Martin Hojak, der slowenische Legionär, legt hier Georg Reiter gekonnt mit Ippon auf die Matte und somit führt Dynamic One wieder mit 2:1. In der Klasse bis 81 Kilogramm steht damit Dritt und Schaller bereits unter Zugzwang. Sein Kontrahent Johannes Kastinger stellt allerdings keine allzu große Hürde dar. Mit dieser Wertung gewinnt Triton Schaller diesen Kampf. Damit steht es also nach 4 Kämpfen 2:2. Das Duell in der Klasse bis 90 Kilogramm lautet dann Rainer Binder gegen Daniel Hoffmann. Und hier ist es der UJZ Mühlviertelkämpfer Rainer Binder, der seinen Kontrahenten hier im Bodenkampf fixieren kann und ihn auch zur Aufgabe zwingt. Rainer Binder holt den dritten Sieg für das UJZ Mühlviertel. Somit sind wir auch schon in der Klasse bis 100 Kilogramm angekommen und da vertraut das UJZ Mühlviertel auf die Geschicke des schwedischen Legionärs Markus Nyman. Er trifft auf Florian Reutner, der in diesem Fight nicht wirklich etwas zu melden hat gegen den Legionär. Im Bodenkampf fixiert er Florian Reutner, der zwar alles versucht, sich hier noch zu befreien, aber der Kampf geht schlussendlich ganz klar an den Schweden Nyman, der damit für die 4:2 Führung in diesem Oberösterreich Derby sorgt. Im letzten Kampf vor der Pause stehen sich dann in der schweren Gewichtsklasse noch Peter Pfistermüller und Matthias Willnauer gegenüber. Pfistermüller vertritt ja den beim Grand Prix Turnier in Cancun kämpfenden Daniel Allersdorfer. Er muss zwar hier eine Vasari-Wertung hinnehmen, der UJZ Mühlviertelkämpfer, aber in der weiteren Folge kann er hier selbst eine Vasari-Wertung erzielen und seinen Gegner dann auch noch am Boden fixieren und somit diesen Kampf für sich entscheiden. Gut gekämpft von Peter Pfistermüller, der hier für die 5:2 Pausenführung des UJZ Mühlviertel in diesem Oberösterreich-Derby gegen Dynamic One sorgt. Zum Auftakt der Rückrunde stehen sich dann in der Klasse bis 60 Kilogramm erneut Lukas Lindorfer und Philipp Lindinger gegenüber. Nachdem Lindorfer den Auftaktkampf noch für sich entscheiden konnte, ist es nun Lindinger, der mit dieser Vasari-Wertung den Sieg holt. Eine Wertung, die er nämlich trotz heftiger Angriffe von Lukas Lindorfer über die Zeit bringt. Damit kommt Dynamic One wieder auf 3:5 heran. Auch in der Klasse bis 66 Kilogramm stehen sich mit Samuel Gassner und Florian Doppelhammer dieselben beiden Kämpfer gegenüber wie schon in der Hinrunde. Und wie schon in der Hinrunde hat auch diesmal Florian Doppelhammer den Kampf in der Hand. Und er kann diesen Fight schlussendlich auch für sich entscheiden, und zwar im Golden Score, also in der Verlängerung. Hart umkämpft, aber hier die entscheidende Wertung von Florian Doppelhammer, ein schöner Ipponwurf. Und damit gibt es in der Rückrunde bereits den zweiten Punkt für die Gäste von Dynamic One. Die Mühlviertler führen damit also nur mehr mit 5:4, womit es am slowenischen Legionär
Martin Hojak liegt. Vielleicht den Ausgleich für den Namik One zu erzielen, und zwar in der Klasse bis 73 Kilogramm. Das gelingt ihm auch. Er zwingt Jakob Wiesinger zur Aufgabe. Und damit steht es plötzlich 5:5. Georg Reiter absolviert dann seinen letzten Bundesliga-Kampf vor Heimpublikum in der Klasse bis 81 Kilogramm gegen Johannes Kastinger. Und er könnte seine Mühlviertler wieder in Führung bringen, aber Johannes Kastinger zwingt ihn hier mit diesem Festhalter am Boden zur Aufgabe. Georg Reiter muss also in seinem letzten Bundesliga-Fight abklatschen. Und der Namik One führt plötzlich in diesem Oberösterreich-Derby mit 6:5. Somit liegt es also an Triton Schaller in der Klasse bis 90 Kilogramm im Kampf gegen Florian Reutner, die Mühlviertler wieder zurück auf die Siegerstraße zu bringen. Ein Kampf, der nicht so einfach ist, aber mit diesem Beinfeger entschieden wird. Da gibt es nämlich eine Vasari-Wertung für Triton Schaller. Damit steht es also wieder 6:6. Und nun haben die Mühlviertler mit dem Schweden Markus Nyman natürlich einen Punktegaranten auf der Matte. Sein Kontrahent ist Daniel Hoffmann. Der kämpft zwar tapfer gegen den schwedischen Legionär, der fixiert seinen Kontrahenten hier, aber auf der Matte keine Chance für Daniel Hoffmann hier noch zu entkommen. Und damit gibt's den nächsten wichtigen Punkt für das UJZ Mühlviertel, die dank dieses Erfolgs wieder in Führung gehen, und zwar mit 7:6. Das Unentschieden für das UJZ Mühlviertel also schon fix. Aber natürlich will Oberösterreichs Nummer 1 Mannschaft auch den vollen Erfolg in diesem Bundesliga-Schlager, und den kann Peter Pfistermüller in der Klasse über 100 Kilogramm fixieren. Dazu muss er Matthias Willenauer noch einmal schlagen, und das gelingt ihm mit diesem Ippon. Damit gewinnt das UJZ Mühlviertel dieses Oberösterreich-Derby knapp, aber doch mit 8:6. Wir haben leider 8:6 verloren. Wir haben alles gegeben. Man hat ja gesehen, dass wir noch ein bisschen eine junge Mannschaft sind, dass uns noch ein bisschen Fehler passieren, gerade zum Schluss zu. Aber ich glaube, wir haben aufgezeigt, und das war das Wichtigste, dass die Burschen einfach sehen, dass sie dabei sind, dass sie mithalten können. Und wir müssen einfach schauen für nächstes Jahr, wie das Training noch Kleinigkeiten anpassen. Und wie gesagt, UJZ ist einfach verdienterweise im Final Four. Das passt da gut, und wir werden es auffeiern. Ja, erster Durchgang ist ganz gut gelaufen für uns. Wir haben eine 5-2 Führung gehabt. Dann habe ich mich im zweiten Durchgang ein bisschen zum Zogen hinreißen lassen in der Aufstellung, weil ich eben in Reiter gegen einen würdigen Abschied geben wollte. Und da wollte ich nicht unbedingt gegen einen Legionär kämpfen lassen, sondern hätte ich gehofft, dass er bis 81 den letzten Punkt da daheim in Niederwaldkirchen macht. Ja, auf einmal kommen die in einen Lauf rein, die Hohkirchner. Vor mir steht 6:5, sind wir hinten, aber Gott sei Dank, unsere, der Schala Dritte und der Nümer Markus und der Pfistermüller Peter, die haben dann nur die Punkte gemacht, wo wir sie erwartet haben. Die weiteren Ergebnisse dieser 9. und letzten Grunddurchgangsrunde: Flachgau verliert gegen die Galaxy Judo Tigers mit 5:9. Pinzgau gewinnt das Kellerduell gegen die Vienna Samurais mit 13:1. Und Reich Ramming muss sich Multikraft Wels mit 6:8 geschlagen geben. Die Endtabelle der Judo-Bundesliga-Saison 2018 sieht somit wie folgt aus. Die Galaxy Tigers beenden den Grunddurchgang auf Rang 1, und zwar vor den ebenfalls fürs Final Four qualifizierten Wimpassingern Flachgau und dem UJZ Mühlviertel. Auf den weiteren Rängen folgen Multikraft Wels, Dynamic One, Reich Ramming und Pinzgau, und ohne Sieg auf dem letzten Platz landen die Vienna Samurais.